Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit, als Jesus hörte, dass Johannes enthauptet worden war, fuhr er mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber die Leute in den Städten hörten davon und gingen ihm zu Fuß nach. Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken, die bei ihnen waren. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schick doch die Menschen weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Jesus antwortete: Sie brauchen nicht wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten zu ihm: Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische bei uns. Darauf antwortete er: Bringt sie her. Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Leuten, und alle aßen und wurden satt. Als die Jünger die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelten, wurden 12 Körbe voll. Es waren etwa 5000 Männer, die an dem Mahl teilnahmen, dazu noch Frauen und Kinder. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, wir haben das Evangelium auch gestern am Sonntag gehört. Und ich denke auch an die Worte, die Jesus später einmal sagen wird. Ihr glaubt nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr Brot gegessen habt. Das heißt, die Leute haben gesehen, dass Jesus ein Wunder wirkt und wollten auf Basis dieses Wunders, dass Jesus seine geistliche Wundermacht verwendet, um die Römer aus den Banden zu schmeißen, anstatt gläubig zu werden. Und Jesus sagt: Ihr habt nicht verstanden, was ich euch eigentlich vermitteln wollte. Sie haben nicht den Ruf zur Umkehr gehört. Denn eigentlich war dieses Wunder auch eine Reaktion auf den Mord an dem heiligen Johannes den Täufer. Er wurde umgebracht, weil er der Herodias gesagt hat, sie ist eine Ehebrecherin. Und dem Herodes, er ist ein Ehebrecher, weil sie zuvor mit seinem Bruder verheiratet war oder eigentlich noch immer ist. Und auch hier ist die Bereitschaft zur Umkehr nicht da. Jesus hat die Herzen derer gekannt, die zu ihm rausgelaufen sind, die nicht respektiert haben, wenn er sich zurückzieht, sich nicht gefragt haben, warum zieht sich Jesus zurück. Sie haben nicht die Botschaft seiner Handlung vernommen, in eine Einsamkeit geht, sondern sie haben nur egoistisch auf ihre persönlichen momentanen Bedürfnisse geschaut.
Und Jesus hat ihre Bitten erfüllt. So ähnlich wie Gott in der Wüste den Menschen das Manna und dann die Wachteln geschenkt hat. Und als sie die Wachteln noch im Mund hatten, wurde klar, dass sie nicht richtig gehandelt haben. Und das ist immer so. Gott schenkt Segnungen, aber die Bereitschaft zur Umkehr muss dennoch da sein. Nur weil Gott uns hilft, heißt das noch lange nicht, dass so wie wir leben, auch gut ist. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo einmal die Rechnung präsentiert wird. So ist es gewesen beim Volk Israel in der Wüste. So war es auch hier, später dann, bei diesen Menschen. Und so ist es auch in der Kirche von heute. Wenn das Volk Gottes und die Priester so weiterleben, wie sie jetzt leben, in ihrer Sünde und die vielerorts sehr augenscheinlich ist, und oft eine Akzeptanz auch beim gläubigen Volk findet. Ich denke jetzt an Alkoholismus oder dass jemand sich im Zölibat verfehlt oder mit kirchlichem Gut und statthaft umgeht und wie auch immer, verschiedene Arten der Sünde. Auch Stolz und der Umgang mit Gläubigen, dass Gott nicht die Ehre gegeben wird, dass der Gottesdienst in einer ehrfurchtslosen, rein auf menschlicher Ebene bezogenen Weise vollzogen wird, wo die Anbetung Gottes nicht stattfindet, weder in der Gesinnung noch in äußeren Zeichen. Und das Volk Gottes auch jeglichen Ruf zur Umkehr und auch zur Anbetung oft aggressiv ablehnt. Das sind nur einige wenige Beispiele und die Liste könnte sich wahrscheinlich noch sehr weit ausdehnen lassen. Dass die Eltern ihre Kinder nicht anhalten, den Gottesdienst zu besuchen und alles nur der Beliebigkeit anheimgestellt wird. Und vieles mehr. Es ist ein großer Schmerz im Herzen Gottes. Gott lässt das Maß der Sünde voll werden. Und es kommt der Zeitpunkt der großen Strafgerichte. Wann, das weiß Gott. Aber er schenkt Segnungen, dass wir nicht sagen können, naja Gott, du hast uns ja nicht geliebt. Du warst ja nicht gut zu uns. Nein, bis zuletzt hat Gott uns gesegnet. Aber wir haben seinen Ruf zur Umkehr ignoriert. Und wir haben seine Liebe missbraucht. Sein Beharren in den Segnungen lässt das Maß der Schuld des Volkes Gottes voll werden, damit offensichtlich wird.
Schaut, ich habe alles für euch getan. Was hätte ich nicht tun sollen für euch? Und wie seid ihr gewesen? Und das Volk Gottes glaubt, nur weil Gott es segnet, ist alles in Ordnung. Und sie versündigen sich nicht. Beten wir um die Gnade der Umkehr für uns selbst, für die Geistlichen und für das ganze Volk Gottes, damit das Strafgericht ein wenig milder ausfällt. Amen. Vergelt's Gott.